ich bin jemand, der eine Menge Sachen verkehrt gemacht hat und dachte eben halt, ich mache alles richtig. Ich gehe zum Arzt. Ja, und der hat eben halt gesagt, untersucht und hat gesagt, ja, Herr Deffenthal, machen Sie mich drauf gefasst, Sie werden nie wieder Kraftsport machen. Nie wieder Sport. Warum mache ich das? Weil wenn ich Sachen sozusagen so erzähle, dann hört man ein bisschen zu oder sowas, aber wenn ich irgendwie, ich zitiere jetzt nur, kranken Scheiß mache, dann hat das irgendwie mehr Impact. Ich fühlte mich gefesselt, ich war unglücklich. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich dann eben halt den ganzen Kram genommen, zusammengepackt, meine Muskelmagazine. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob das der Drang war, mir nochmal weh zu tun, habe ich nochmal nachgeguckt und dann war dann so ein Artikel, so Kettlebell und ein Buch. Ich bin stärker geworden durch das Training. Ich habe kein besonderes Talent. Ich war einfach ein ganz normaler Junge. Ja? Ich fühle mich frei, so geil! Wenn ihr das einmal geschafft habt, dann wisst ihr, ich hab's schon mal geschafft. Ich kann das reproduzieren. Tut halt nur weh. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen aus meiner Geschichte lernt, wie man einfach aus solchen Löchern wieder rauskommt.